Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil 7. Das letzte Mal haben wir die Laterne von Margaret bekommen, aber nicht ganz freiwillig. Und ja, ich würde sagen, warum habe ich nochmal den Festbrennstoff mit? I don't know, egal. Geben wir ihn sicherheitshalber mal weg, vielleicht bekommen wir bald viel Goodies. So, weg damit. Ja, die Laterne. Und damit werden wir heute schauen, dass wir ins alte Haus, ins Obergeschoss kommen. Hier über den Altar weiter. Ins Kinderzimmer, in den kontaminierten Raum und in das Zimmer für Hausarrest. Boah, was es da gibt, schauen wir uns heute an. Marguerite sollte jetzt kein Problem mehr sein. Die Frage ist, ob es andere Probleme gibt. Ich hoffe inständig, Jack Baker ist nicht wieder aus irgendwie... Ich meine, wir haben den komplett die obere Hälfte weggefetzt. Also, wenn der noch irgendwie lebt, dann... Diese Geräusche sind sehr... Ich darf mich nicht dorthin drehen. Ich werde sonst nur wahnsinnig. Habe ich eigentlich... Ich hätte dieses Psychotonikum mitnehmen sollen, fällt mir auf. Um zu sehen, was es da oben gibt. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Sorry. Aber ich glaube, es ist besser, mit dem Psychotonikum dorthin zu gehen. Ich glaube, es... Was ist jetzt los? Hä? Was war das jetzt? Was war das denn jetzt, dass da auf einmal so schwarz war? Hä? 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 Keine Ahnung. Es war sehr seltsam, aber... Also, um nicht zu sagen, wirklich strange. Aber okay, wenn jetzt hier nochmal sowas ist. Habt ihr das auch gesehen? Habt ihr das eingebildet? Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, wir haben ein Psychotonikum, wir haben die Laterne, also... Sollte es hier auf jeden Fall weitergehen. Also... Da unten waren wir schon. Da wollen wir nicht nochmal hin. Hä? Okay. Okay. Warum auch immer. Die Notiz haben wir schon gelesen, genau. Da haben wir, glaube ich, auch schon reingeschaut. Ja, da war nichts. Hier war der. Der Kack. Scheiße, ich dachte gerade, das Kind. Der Kinderkopf verfolgt mich da, aber. Nein, das hier war das, genau. Nur mal sicher gehen, dass ich hier auch nichts übersehen habe. Beim letzten Mal war da aber keine Klaviermusik, oder? Finde ich alles nicht cool.
Hier, habe ich schon reingeschaut, glaube ich. Keiner legt sich mit mir an. Ich finde das gerade ultra gruselig. Okay, Alter, warum... Warum leckt das denn jetzt hier gerade so sehr? What the fuck? Keine Ahnung, vielleicht muss ich nach der Aufnahme, also nach der Folge nochmal... Oh ja... Oh ja! Oh ja! Ist überhaupt nicht creepy! Ist überhaupt nicht creepy hier! Riesiges Stoffkrokodil! Moment, habe ich in den Schrank reingeschaut? Achso, dann ist kein Schrank, das ist nur so ein offenes Regal. Sonst geht's denen noch gut, oder? Evelyn. My family, my family. Hehe. Viele Schuhe. Hier ist so scheiß dunkel. Oh. Hehe. Bitte nicht. Okay, schön wieder zumachen. Keiner will das. Keiner will das. Ist das? Eine weitere verstörende Zeichnung. Ist das ein Schiff, das untergeht, wie die Titanic? Vielleicht? Keine Beschreibung. Ich will das nicht. Ich will diesen Teddy nicht anfassen. Tu's aber trotzdem, weil ich wahnsinnig bin. Es ist ja voller... Nein. Okay. Nein, mach auf. Kontaminierter Raum, ja, aber wirklich. Hier, ach so, hier durch ist das, alles klar. Sag mal, wollt ihr mich jetzt irgendwie verarschen hier? Das ist Resident Evil und nicht Outlast. Bitte. Irgendetwas stimmt mit ihr nicht. Ja. Keine Ahnung, wer sie ist, aber ich gebe dem einfach mal recht, wenn der sagt, irgendwas stimmt nicht. In irgendeiner Hinsicht wird das schon... Nein, hier sind ständig Geräusche. Zimmer für Hausarrest, das hört sich irgendwie so danach an, als würde ich da nicht hinwollen. Bleib fort. Ich kann mich nicht bewegen. Also haben mich ja nicht bewegen können. Was heißt, bleib vor? Okay, ich verpiss mich ja schon. Ja, aber ich glaube, das
Warum ist das vielleicht schon irgendwo da gewesen? Die Name finden. Bitte, ich will nur diesen Drecksarm. Warum? Der Ball wird sich gleich bewegen. Gott, okay. Macht euch für einen Jumpscare gefasst, ich versuch's auch. Ich weiß nicht, ob ich hier die Tür zu haben will oder offen. Ich glaube zwar eher offen, aber... Oh. Oh, da ist ein Brief oder sowas. Okay, ich verstehe. Hier ist irgendwie's, genau. Okay, ich kann hier nicht zumachen, das finde ich irgendwie... Ich weiß nicht. Bist du jetzt ein Gegner oder bist du tot? Kann ich angreifen? Oh, ich muss dir wahrscheinlich den Arm ausreißen. Der ist ja wer. Oh, bitte töte mich nicht oder erschreckt mich. Oh mein Gott. Ich schätze, das ist er. Der ist ja wer. Na, die Musik finde ich jetzt irgendwie nicht cool. Nein! Nein! Wer auch immer du bist, ich habe einen Flammenwerfer. Das war gerade noch nicht da, oder? Strange Music. Ah! Am Arsch. Warum habe ich irgendwie trotzdem das Gefühl, dass das jetzt nicht so Hammer war? Okay, wisst ihr was? Fakt ist. Wisst ihr was? Fakt ist. Am Arsch. Ich hab den D-Serie-Arm. Nein! Also ja, hab ich. Verpisst euch. Verpisst euch einfach. Ich finde das nicht gut. Zoe, hilf mir. Ah, danke.
Ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. Wenn sie im Wohnwagen auf mich wartet, heißt es, bis dahin kann ich noch verrecken, oder? Ich habe nicht mehr so viel Schrot, Muni. Und beim Flammenwerfer schaut es auch meh aus. Sie sagt, sie wartet am Wohnwagen auf mich. Der Wohnwagen ist ja auch nur 10 Kilometer weit entfernt. Wer war dieses Mädchen, oder? Ich vermute es mal, weil sie ein Kleid anhatte und nicht besonders groß war. Also vielleicht bin ich damit jetzt nicht so ganz politisch korrekt, aber scheiß auf. Ich habe Angst. Scheiß auf politische Korrektness bei Angst. Bei sehr viel Angst. Nein. Ich gehe jetzt hier so. Lalala, ich gehe jetzt einfach hier so in zum fucking Wohnwagen. Mach hier zu, ich will hier nie wieder hin, bitte. Das Jenseits gibt die Wahrheit preis, Errungenschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich hoffe mal, weil diese Errungenschaft habe ich mir hart verdient. Hart erarbeitet. Okay. Wunderschön. Du sagst, du wartest beim Wohnwagen auf mich. Wehe, hier steht es. Wenn jetzt hier Jack Baker oder so auf einmal rauskommt oder die Alte. Oder die Oma mit dem Rollstuhl. Bitte. Moment, erstmal speichern. Erstmal speichern. So, 348, 255, 27. Ah, scheiß auf. Alles, was vor dem alten Haus war, ist eh schon wurscht. Also. Gut. Es läutet. Zoe. Wo zur Hölle bist du? Ach, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein! Das ist familienintern, Ethan! Und nicht deine Sorge! Verstanden? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen und ich gebe ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich! Welche Aktivität? Oh, oh, oh! Du bist schon ganz scharf drauf, aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich! Oh, komm schon, sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank. Das ist eine ganz üble Idee, garantiert. Eine wirklich üble Idee. Ich will nicht. Ich will hier weiter in meiner... Die ist ja arm. Schwer vorstellbar, wie er verwendet werden kann. Ich weiß nicht, ob der gerade wichtig ist oder... lasse ich mal da. In meinem Inventar. So, und sonst habe ich irgendwas, ich schaue jetzt einfach mal nach, habe ich irgendwas, was ich gut gebrauchen kann. Ich kann die Pistolenmunition hier mitnehmen, mit dem Rest, hier Kräuter, Spaltmittel, Kränzschlüssel, ich will hier nicht weg. Ich will nicht in den Kühlschrank schauen.
Oh, das ist der Polizist und dem ist so ein Ding gewachsen. Garantiert. Oh. Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich, Miststück. Und wozu? Wozu? Wäh. So richtig ekelhaft, aber endlich sehe ich das mal up close. Hätte ich mir gerne erspart. Okay, ich habe da reingeschaut. Weitere Infos für mich? Nein? Nee, es war klar. Okay. Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich. Der Zerlegungsraum ist da ganz unten. Das finde ich irgendwie nicht so geil. Und in die Werkstatt müssen wir auch irgendwie rein. Am Arsch. Aber gut, ich kann jetzt zumindest einmal vielleicht ins Haus rein. Und rüber zum Speicherraum. Das würde ich mir vielleicht sogar zutrauen. Erstmal. Das Material für Serum finden. Das Material für Serum von Lucas erhalten und die Leiche des Deputy im Verarbeitungsraum finden. Verarbeitungsbereich. Okay. Was ist das eigentlich für ein Haus dort? Keine Ahnung. Egal. Mit dem Flammenwerfer fühle ich mich zumindest einigermaßen safe. Wir haben das mit den Münzen. Ich weiß nicht, ob ich davon einige verpasst habe oder ob die einfach im Moment nicht da sind. Erstmal hören, ob irgendwas Böses. Es wird gespeichert. Tendenziell nichts Gutes. Hier hat sich nichts verändert, glaube ich. Vielleicht. Da kommt jetzt was. Ja, oder auch nicht. Dieses Gemälde ist übrigens, glaube ich, in jedem Speicherraum. Ich weiß nicht, ob es im alten Haus auch war, aber sonst ist es, glaube ich, überall. Okay, scheiß drauf. Endlich kann ich mal einen Kasten aufmachen, ohne dass mir gruselige Puppen entgegenfallen. Finde ich nice. Okay, also dieser scheiß Dingsraum. Ich weiß nicht, ob ich den dafür brauchen werde. Ich tippe mal auf nein. Da ich Munition gerne mit... Wobei, ich habe relativ viel Platz, also... Sicherheitshalber nehme ich das einfach mal mit. Und sonst habe ich Angst. Ja, aber das zählt ja jetzt hier nicht. Sonst würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Was ist jetzt gerade unser Ziel eigentlich? Das sieht man dann hier in den Speicherdingern. Das Serum herstellen. Ja, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Beim nächsten Mal geht es dann weiter hier an dieser Stelle. Ich weiß, der Part ist wieder ein bisschen kürzer ausgefallen. Aber dafür war er recht gruselig und ich möchte außerdem jetzt wissen, warum das die ganze Zeit am Anfang so geleckt hat. Und das werde ich mir anschauen, dann ist beim nächsten Mal flüssiger, was wir, glaube ich, auch brauchen werden, weil beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich dann wieder ein bisschen Gegner geben, wie es auch schon dieses Mal war. Aber ich glaube, es war recht clever, an denen vorbeizulaufen. Vielleicht habe ich dadurch ein oder zwei antike Münzen vergessen, aber ich habe Munition gespart, auf jeden Fall, weil der eine hatte ja schon richtig gut Muni gefressen und falls das jetzt weiter so wird, dass diese komischen Molde zu viel Muni fressen,
werden wir uns da unten wahrscheinlich beim nächsten Mal sehr gut amüsieren. Und bis zum nächsten Mal bei Resident Evil 7 sage ich Tschüss, Leute.